Ja, jetzt nochmal eine Reaction auf Heavy is the Crown, aber heute wird die Studio-Version released und wie man ja sehen kann, das ist tatsächlich eine Hymne für League of Legends. What the hell? Ich weiß jetzt noch nicht, ob hier im vertikalen Modus, ob da alles passt vom Bild her, aber es heißt 16:55 Uhr ist die Premiere. Jetzt gucken wir mal, hier steht. Premiere startet gleich. 25. September. Es ist laut genug. Heavy is the Crown. Ich bin super gespannt. Ich bin super gespannt, ob es ein gezeichnetes Video ist, Anime-Video ist, ob es dann doch ein Live-Video ist oder so wie die Emptiness Machine produziert. Eins weiß ich, es kann nur gut werden. Und da haben wir noch 5 Minuten Wartezeit oder wie? Ist das der Countdown? 5 Minuten? Okay, dann wird es ja tatsächlich erst um 17 Uhr released, aber die Premiere startet jetzt. Das ist gezeichnet, ne? Der Hintergrund ist gezeichnet. Warten wir mal ab. Mach noch einmal eine ganz kurze Pause bzw. einen kurzen Schnitt hier und steigen dann gleich ein. Okay, let's go. Die letzten 10 Sekunden laufen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Es kann nur gut sein. Riot Games. Okay, League of Legends. Und das Video hat mit League of Legends zu tun. Ah ja, okay, es ist gezeichnet. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Thank you.
Okay. Was für ein Song. Boah, ich weiß nicht, was ich sagen soll gerade. Wahnsinn. Was für ein arschgeiler Song. Was für ein hammergeiler Song. Und ich weiß, es hat mit League of Legends zu tun, ja, und mit The Crown, Heavy is the Crown, aber die Symbolik in der Band, die Krone liegt auf dem Thron, auf der Seite von Linkin Park. Und das ist meiner Meinung nach, ist das immer noch, ist das eine Referenz an Chester. Und niemand hat diese Krone auf in der Band und niemand holt sich diese Krone, niemand nimmt diese Krone oder sowas. Das ist, für mich ist das eine Hammersymbolik, wenn ich es richtig interpretiere, aber ich gehe mal davon aus, dass die Band, dass das die Intention der Band war und ist. Und das finde ich wirklich cool, weil die Krone auf einem leeren Thron liegt, den zumindest im Video niemand besteigen kann. Ne? Das ist natürlich auch, hey, holt euch die Krone bei League of Legends und so weiter, aber für mich ist die Symbolik einfach ziemlich klar in dem Video. Was für ein armer Song. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, ob euch der Song genauso gefällt wie mir und das Video. Das Video ist einfach nur. Das ist. Wie geil kann man ein Video machen? Linkin Park? Ja. Ich weiß, es gibt tausend andere Bands, die auch geile Videos haben. Ne? Wenn wir jetzt Falling in Reverse und sowas angucken, die sind auch, was Videos betrifft, ne? Das sind ja kleine Spielfilme und so weiter. Aber Linkin Park spielt dann mit Erwartungen wirklich, aber enttäuscht sie nicht. Und ich bin sowas von dabei. Bei dieser Reunion, bei From Zero, bei Linkin Park 2.0. Bitte schreibt mir, ob ihr das genauso geil findet wie ich. Ich bin gespannt auf die anderen Songs, ich bin gespannt auf die Veröffentlichung und ich werde mir dieses Album auch nur anhand dieser zwei Songs kaufen. Jetzt. Sobald es veröffentlicht ist. Und wahrscheinlich höre ich diesen Song jetzt wieder 48 Milliarden Mal rauf und runter wie Emptiness Machine. Und man kann das schön abwechseln zwischen diesen beiden Songs. Ich habe von beiden dann den Ohrwurm. Und wie gesagt, dass das mit diesen Streicher-Synths finde ich so geil. Das passt so geil in dieses Lied. Und Emilys Stimme passt zu dieser Band wie die Faust aufs Auge. Es ist nicht zu vergleichen mit Chester. Chester kann niemand ersetzen. Es gab die Ära Linkin Park mit Chester und es beginnt jetzt eine neue mit Emily. Und ich bin gehypt, geflasht und was noch alles. Kann diese Feelings, diese Gefühle gerade gar nicht so richtig ordnen, aber ich finde es sehr, sehr geil. Das ist jetzt so, als würde ich Linkin Park neu kennenlernen. Mein erster Song war One Step Closer von Linkin Park und das hat sich so angefühlt, als hätte Chester all das, was ich gefühlt habe zu diesem Zeitpunkt in Worte verpackt und ausgesprochen, ausgesungen, ausgeschrien. Und es sieht so aus, als geht es jetzt so weiter bei Linkin Park mit dem Hintergrund, dass die ganze Band immer noch Chester ehrt. Ja? Mit dieser Symbolik und so weiter. Also ich find's Hammer. Ich kann jetzt nichts mehr dazu sagen. Wenn euch meine Reaction-Videos gefallen, bitte hinterlasst mir doch einfach ein Like oder abonniert den Kanal kostenfrei mit einem kostenlosen Abo. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch was. Eine schöne Zeit. Vielleicht sehen wir uns mal in einem Stream auf Twitch. Dann können wir da auch mal über Linkin Park quatschen. Ich glaube, ich reacte da heute Abend nochmal drauf im Stream, auch wenn quasi dann ein Teil gemutet wird. Und ja. Wie gesagt, Linkin Park ist zurück. Ich freue mich, wenn ich auch wieder zurück sein darf. Und ja, bitte schreibt mir in die Kommentare,
was ihr so für Feelings habt, zwecks Linkin Park. In diesem Sinne sage ich tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Ich bin raus und bis zum nächsten Video. Euer Baltasaro.